Ja, Freunde, das war der Trailer von der USA-Karte, die den Namen Ravenport trägt. Also wirklich eine wunderschöne Karte. Jetzt wurde er endlich veröffentlicht, der Trailer für die USA-Karte. Er wurde ja schon angekündigt, als die EU-Karte praktisch den Trailer bekam oder der Trailer rauskam von der EU-Karte, dass es natürlich auch von der USA-Karte einen Trailer geben wird. Und ja, hier ist er. Und man muss sagen, sie sieht wirklich wunderschön aus, sage ich einmal. Wir waren schon von der EU-Karte wirklich oder ich persönlich geflasht auf jeden Fall. Und auch diese Karte, die USA-Karte, die gefällt mir richtig gut. Wieso gefällt sie mir so gut? Ja, die kleinen Eckdaten natürlich dazu. Wir haben eine wunderschöne Landschaft, wie man hier auch sieht. Also wir haben vegetationsmäßig sehr viel gemacht. Auch der Zug, wenn er über die Brücke fährt beispielsweise, da hört man es, wie es das Holz ein bisschen, ja, wie der Sound eben ist, wenn ein Zug über eine Holzbrücke fährt. Also das ist wirklich alles wunderbar umgesetzt. Auch beispielsweise die Schranken bei den Bahnübergängen, da leuchten die Lichter, das funktioniert alles, da werden die Schranken geschlossen. Also wirklich auch von der Textur, von der Straßentextur, da schaue ich immer recht gerne hin auf die Straßentextur. Die sieht wirklich wunderschön aus. Also man darf da überhaupt gar nicht meckern. Also kann man nur sagen, Giants wirklich einmal perfekt umgesetzt. Zwei tolle Startkarten praktisch für den Landwirtschaftssimulator 2019. Wir sehen, wir haben ein bisschen steileres Gelände und hier jetzt sieht man speziell, wir haben auch ein Feld auf jeden Fall dabei, das man sieht im Trailer, das nicht rechteckig ist, sondern ein bisschen abgerundet. Einmal ganz kurz sieht man es, wenn man auf diesem Turm, auf diesem Wasserturm, glaube ich, ist das hinsieht, dann sieht man es wirklich, dass ein Feld ein bisschen abgerundet ist. Was bedeutet das für uns? Ich habe mir natürlich gleich gedacht, ja, vielleicht ist da auch der Helfer ein bisschen verbessert worden, dass er jetzt auch um die Kurve fahren kann, dass er praktisch den Feldrand erkennt. Ja, wie das Ganze werden wird, weiß ich jetzt nicht. Wir haben auf jeden Fall im Wasser schöne Spiegelungen, wie man hier jetzt gut erkennen kann. Hier ein Stallgebäude beispielsweise. Und noch als kleiner Zusatz in unser Bauernhaus hier auf der USA-Karte kann man anscheinend sogar reingehen, weil man praktisch eine offene Tür sieht und im Inneren eine Einrichtung, ob wir im Inneren irgendetwas interagieren können oder irgendwas machen können, das wurde noch nicht gesagt oder sieht man besser gesagt auch nicht. Also da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, wie das werden wird. Aber was wir gesehen haben oder was wir gerade sehen, besser gesagt, das sieht schon recht schön aus auf jeden Fall. Eben die ganze Geschichte mit dem Helfer, ob das verbessert wurde, dass er jetzt auch abgerundete oder natürlich angelegte Felder bearbeiten kann. Das lassen wir mal außer Frage auf jeden Fall. Wir haben auch noch gesehen, eine Zementfabrik. Wird es, also hier sieht man es bei diesem Bild, das Feld ist ein bisschen abgerundet, Zementfabrikmäßig ist auf jeden Fall auch verbaut. Ob es dann auch eine Fabrik ist, die wir benutzen können, das weiß noch niemand. Also das, hier sieht man das Haus eben, wo wir reingehen können. Also bei der Zementfabrik, ob man die dann benutzen kann, das weiß natürlich noch niemand. Ob das im Spiel funktionieren wird oder ob das Ganze nur Dekoration ist, das weiß keiner so genau. Wir sehen auch Vögel am Feld rumbaumeln oder rumtapsen, würde ich ja mal sagen. Das bleibt auch wahrscheinlich bei den Feldern. Also es wurde ja mal angekündigt, dass auch Wildtiere, also Rehe und solche Art von Wildtieren auch auf der Karte sein wird. Das wurde hier durch diesen Trailer auf jeden Fall nicht bestätigt. Ob das kommen wird, weiß ich nicht. Die Vögel, die sieht man auf jeden Fall immer wieder auf der USA-Karte, auf der Europakarte. Also die sind auf jeden Fall dabei. Aber ob da noch mehr Wildtiere kommen werden, das sei dahingestellt. Ja, rundum eigentlich ist die Karte voll in Ordnung. Also für eine Startkarte, die von Giants kommt, wirklich, muss man einmal sagen, haben sie sich im 19er wirklich zusammengerissen. Also viel mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Es ist eine gute Karte, sie ist gut ausgearbeitet. Soweit ich das jetzt sehe oder besser gesagt, was man gesehen hat, das sieht schon recht gut aus. Das hat alles Hand und Fuß. Also das ist eigentlich recht schön umgesetzt. Ja.
Eigentlich war es das mit dieser kleinen Trailer-Analyse von diesem wirklich wunderschönen USA-Trailer. Wirklich tolle, tolle Karte, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und freue mich natürlich, wenn ich das erste Mal auf dieser Karte dann endlich einmal den LS19 dann anspielen darf. Wenn dir das Video gefallen hat, natürlich das Teilen nicht vergessen, das Liken nicht vergessen und wenn du mich noch nicht abonniert hast, natürlich bitte abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, also hoffentlich bis demnächst. Ciao.